Aerocool möchte mit dem Aero 1000 ein Gehäuse abliefern, das sich sowohl zur Kühlung per Luft als auch per Wasser eignen soll. Dazu wurden im Gehäuse einige Anpassungen vorgenommen. Ob uns das Gehäuse zu einer UVP von 84 Euro überzeugen konnte, seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Video! Das Aerocool Aero 1000 stellt einen MIDI-Tower dar, der Mainboards des Formfaktors ATX und MATX aufnehmen kann. Des Weiteren soll das Gehäuse ausreichend Platz bieten, um auch Wasserkühlungen unterzubringen. Dies ist unter anderem in der Front möglich, wo standardmäßig 220er Lüfter verbaut sind. Alternativ sind auch 140er Lüfter und damit ein 280er Radiator realisierbar. Allerdings muss bei einem solchen Doppelradiator der mittlere Festplattenkäfig, der drei 3,5 Zoll Laufwerke aufnehmen kann, entfernt werden. Dann sind ebenso Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 410 mm möglich. Wer den Raum allerdings für seine Festplatten benötigt, der kann einen 120er Radiator vor dem unteren Festplattenkäfig verbauen, der zwei 3,5 Zoll Geräte aufnehmen kann. Einen weiteren Platz bietet der Deckel, der optional mit 120er oder 140er Ventilatoren ausgestattet werden kann, womit auch hier maximal ein 280er Radiator mit einer Dicke von 35 mm angebracht werden kann. Eine ausreichende Belüftung des Aero 1000 stellt zudem einen 120 mm Ventilator im Heck des Gehäuses sicher. Außerdem können zusätzlich noch zwei 2,5 Zoll SSDs im Gehäuse untergebracht werden, die 5 3,5 Zoll Slots können dazu aber auch genutzt werden. Für CPU-Cooler steht eine ausreichende Höhe von 170 mm bereit. Das Tray ist mit einigen Löchern versehen, sodass Kabel geschickt hinter der Sichtfläche hergeführt werden können. Eine Aussparung im Bereich der CPU ermöglicht zudem einen problemlosen Kühlerwechsel. Äußerlich präsentiert sich unser Testmodell in einem schlichten Schwarzton, alternativ ist aber auch eine weiße Variante des Gehäuses erhältlich. Die Front wird von einem schwarzen Meshgitter geprägt, das bis zu den zwei CD-Laufwerkslots ragt. Der auf der Oberseite angebrachte Staubfilter, der mit Magnetstreifen befestigt wird, der fügt sich auch ganz gut in das Bild ein. Des Weiteren findet man auf der Oberseite noch das I/O-Panel vor, das einen Power- sowie Reset-Knopf, zwei Klinkenbuchsen und zwei USB 3.0 Ports bereithält. Um die Hardware bestmöglich präsentieren zu können, verbaut Aerocool ein rechteckiges Sichtfenster am linken Seitenteil, wodurch ein Blick in das schwarze Innere des Aero 1000 ermöglicht wird. Die Blechdicke des Aero 1000 hinterlässt allerdings nicht einen so hochwertigen Eindruck, wie es beispielsweise das Define R5 macht, auch wenn insgesamt die Verarbeitungsqualität auf jeden Fall stimmt. Sicherlich dürfte einigen aufgefallen sein, dass der letzte Part nicht aus unseren Reihen stammt, sondern vom YouTuber SwagTab. Schaut doch auch mal auf seinen Kanal vorbei, den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da das Aero 1000 mit 320 mm Lüfter ausgestattet ist, die mit jeweils 1200 Umdrehungen pro Minute arbeiten, lässt sich bereits im Vorfeld eine entsprechende Geräuschkulisse erwarten. Diese wird mit einer Lautstärke von 39,2 Dezibel auch erreicht. Die Temperaturen können also dank der bewegten Luftmassen vergleichsweise kühl gehalten werden. Im Idle verweilt die CPU bei angenehmen 30 Grad, unter Last stehen jedoch 41 Grad zu Buche. Die GPU der GTX 470 erreicht ohne anliegende Last knapp 39 Grad. Unter Last wiederum werden 83 Grad erreicht, wobei der Lüfter jedoch nicht am Maximum dreht. Die Gehäuseraumtemperatur befindet sich im Rahmen. Im Idle stehen unbedenkliche 28 Grad zu Buche, unter Last steigt dieser Wert auf 39 Grad an. Das Aerocool Aero 1000 wird einige Gamer zufriedenstellen können. Dank einer ausreichenden Serienkühlung ist bereits von Beginn an eine gute Kühlung der Hardware gewährleistet. Das Design präsentiert sich als angenehm schlicht und im Inneren wird ausreichend Raum für große Hardware bereitgestellt. Die verbauten Lüfter verhalten sich allerdings bei voller Drehzahl vergleichsweise laut. Weitere kleine Designschwächen im Detail, wie ein schwer zugänglicher Staubfilter am Boden sowie eine recht dünne Blechdicke, verhindern allerdings eine Empfehlung unsererseits. Für einen Straßenpreis von knapp 67 Euro erhält der Käufer mit dem Aero 1000 dennoch ein faires Angebot. Ja, das war's dann vom Aero 1000. Wem das Video jetzt gefallen hat, der kann wie immer einen Daumen nach oben geben. Wem das Video nicht gefallen hat, der kann selbstverständlich auch an dieser Stelle einen Daumen nach unten geben. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht und die kann unten in den Kommentaren veräußert werden. Und wer es noch nicht getan hat, darf uns selbstverständlich hier auf YouTube abonnieren. Und ihr findet viele, viele coole Tests und News rund um die Hardware-Welt auf unserer Hauptseite. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, eine hardware-reiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.